Hallo, Kamerad Piers. Aufgrund des Themas und weil ich die Quote an deutschsprachigen Videos, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, noch nicht erfüllt habe, ist dieses Antwortvideo leider auf Deutsch. Es geht um die Reaktion auf ein Video von Tabletop Basement. Games Workshop killed Miniature Wargaming Content Creator. Ich habe mir im Vorfeld einige der Beiträge, auf denen das Video basierte, angesehen, sowie einige Reaktionsvideos, um nicht das Gesagte nochmal zu wiederholen und um die Sichtweise der anderen kennenzulernen. Zusätzlich habe ich ein paar Kanäle entdeckt, die ich bislang noch nicht kannte, was schon mal nett ist. Nun zum Thema. Games Workshop hat selber 563.000 Abonnenten. Hasbro hat 528.000 für Magic plus 387.000 für D&D und 247.000 für D&D Beyond. Vergleichen wir das mit Ed Sheeran, der hat 52,2 Millionen Follower. In unserem Teich hat GW Bedeutung, aber im Großen und Ganzen sind wir nur im Uferbereich einer Bucht des Meeres unterwegs. Man bekommt sicher mehr Klicks mit GW-Content, aber mit hübschen Kätzchen oder einem Capybara im Pool gäbe es noch mehr davon. Und Aufmerksamkeit suchen wir ja alle irgendwie, oder? YouTube bevorzugt das Bewährte und Sichere, den Massengeschmack. Zudem ist unser Hobby für die Außenwelt oft nah an problematischen Themen. Gewalt, Militarismus, Tod. Für viele ist unser Uferbereich zu schlammig und dreckig. Aber wir können ja ganz gut überleben und eine größere Fisch sollte uns nicht stören. Bei meinem Kanal ist übrigens eher Warlord Games der große Fisch von Bedeutung. Alles also eine Frage der Perspektive. Was können wir tun? Eigentlich ist GW nicht das Problem. Das sind wir selber. Wir alle bestimmen die Klicks in unserem Bereich. Wer mehr Content über GW macht, kann die Vorteile des Trends genießen und wird Teil der Welle. Und verstärkt sie somit. Macht man anderen Content, fehlt die Energie des Trends. Aber man hat etwas Eigenes. Man bewegt sich freier und ist etwas flexibler. Zusätzlich ist man nicht mehr einer von vielen bei spezifischen Suchergebnissen. Tabletop Basement fiel mir auf, weil ich Content zu Battlegroup suchte. Ich suchte im englischsprachigen Bereich und fand das beste Material im deutschen Bereich. Das war unerwartet. Das war ein Alleinstellungsmerkmal, das zu einem Abo führte. Die GW-Welt hat zudem Risiken, die gern unterschätzt werden. Die meisten erinnern sich nicht mehr an das Debakel 2015, als für einige mehr als eine Welt unterging. Und das war nicht die einzige und erste Säuberung. Definiert man sein Hobby oder den Kanal nur über einen Aspekt, dann sollte man als Tabletop-Spieler wissen, was das bedeutet. Never put all eggs in one basket. Till then.